Moin, ihr Sonnenscheine. Deutschlandticket wird teurer. Das Deutschlandticket wird 9 Euro teurer. Das bestätigte NRWs Verkehrsminister Krischer der Deutschen Presseagentur. Auf den neuen Preis haben sich die Verkehrsminister der Bundesländer in einer digitalen Sonderkonferenz am Montag geeinigt. Künftig wird das Ticket, mit dem Nutzer deutschlandweit öffentliche Verkehrsmittel nutzen dürfen, damit 58 statt 49 Euro pro Monat kosten. Der neue Preis gilt ab 2025. Mit dem neuen Preis soll die Finanzierung für das Deutschlandticket langfristig gesichert werden. Das Ticket vereinfacht die Tarifstruktur vieler Verkehrsverbünde in ganz Deutschland und wird daher von Politik und Wirtschaft häufig als Erfolgsmodell betitelt. Deutschlandweit nutzen derzeit rund 13 Millionen Menschen das Deutschlandticket. Alexa, Wetter. In Berlin beträgt die Temperatur aktuell 15 Grad Celsius bei bewölktem Himmel. Der heutige Wetterbericht sagt Regenschauer voraus, mit einer Höchsttemperatur von 17 Grad und einer Tiefsttemperatur von 12 Grad. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ach, das ist ja lieb. Und Alexa, Wetter für morgen. Morgen gibt es in Berlin Regenschauer mit einer Höchsttemperatur von 19 Grad Celsius und einer Tiefsttemperatur von 13 Grad. Und Alexa, Spruch des Tages. Hier ist der Spruch des Tages für den 24. September von J.K. Rowling. Wenn du wissen willst, wie ein Mann ist, dann sieh dir genau an, wie er seine Untergebenen behandelt, nicht seine Gleichrangigen. Und ich wünsche euch einen zauberhaften Tag. Passt auf euch auf, kommt gesund durch den Irrsinn. Salü hier aus Berlin.